Und diese Zukunft präsentiert sich ganz entspannt in der Gegenwart. Ja, es ist schon eine stolze Bilanz und das Welterbebad ist wirklich ein Highlight im ganzen großen Umkreis. Moderne Technik und vor allem viel Spaß sind hier zu Hause. An Tagen wie diesen ist das Bad voll. Der Verein ist entstanden 1988. Da hatte die Verbandsgemeinde die Entscheidung getroffen, das Schwimmbad zu schließen, ja, weil es halt eben zu teuer ist und die das auch nicht mehr unterhalten wollte. Und dann hat die Gemeinde Kamp sich zusammengesetzt und hat halt damals gesagt, wir versuchen, das Schwimmbad am Leben zu erhalten. Und dann hat sich ein Verein gegründet, der VEF, Verein zur Erhaltung des Freibades. Und damals bei der ersten Versammlung waren also, ich glaube, um die 200 Leute da. Ja. Und dann hat man gesagt, gut, wir erhalten jetzt das Schwimmbad und dann müssen wir gucken, wie wir die Arbeiten verteilt kriegen. Und daraus hat sich dann ein Vorstand gebildet. Ja, und dieser Vorstand organisiert halt seitdem das Freibad. Ja. Das heißt, wir machen alle Arbeiten, die gemacht werden müssen im Frühjahr. Welche wir, sind das? Im Frühjahr muss das Freibad gereinigt werden. Ja. Das ist ein Edelstahlbecken, das haben wir seit 2009. Die Platzpflege übernimmt der Verein auch. Da gibt es ein paar Vorstandsmitglieder, die dann hier morgens früh den Rasen mähen. Ja, wir haben so einen Rasentraktor und die Bäume müssen geschnitten werden und so weiter. Das machen wir also alles selber. Ja. Das Becken wird, wenn so viel Betrieb ist wie jetzt, wird es jeden Tag mit einem Sauger sauber gemacht. Das heißt, da muss dann ein Mitglied aus dem Verein morgens hingehen, in aller Herrgottsfrühe, setzt den Sauger ins Wasser und dann läuft er da seine Bahnen. Und der Mann, der das macht, muss halt eben gucken, dass das alles ordentlich ist und dass nachher das Becken wieder sauber ist. Da ist auch Spaß draus geworden. Ja, also uns macht das Spaß. Wir kennen uns gut. Wir organisieren dann auch schon mal ein Abendschwimmen. Ja. Und jetzt haben wir ja auch das neue Schwimmbad. Da ist natürlich eine tolle Technik. Ja, und da macht das richtig Spaß, dafür zu arbeiten. Ja. Und Sie sehen ja auch, das Schwimmbad ist voll. Bis oben hin wird gut angenommen. Ja. Ist einfach eine Sache, die uns Spaß macht. Und dieser Spaß ist erfrischend und zahlt sich aus. Das Freibad ist ein Anziehungspunkt für Jung und Alt.